Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario ist es gar nicht. Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Heute ist Karneval bzw. Fasching. Wie nennt man das bei euch? Schon mal als Zuschauerfrage gleich an Anfang. Ich gehe heute, wie ihr seht, als neuer Bienenstich. Und der Pavo ist auch da. Ich habe das Event jetzt schon gemacht. Es ist nicht wirklich spannend. Man sammelt halt den ganzen Tag irgendwelche Federn. Gibt sie dann, wenn man drei gleiche Federn hat, an den Pavo hier. Der tanzt dann komisch rum. Und gibt dann dafür Items. Diese Items habe ich auch schon hier hingestellt. Ich habe nämlich schon ein... Hey, na, hast du gerade getanzt? Lutz, das ist sehr toll. Lass uns zusammen tanzen. Jetzt läuft er mir wieder hinterher. Das ist das Blöde am Karnevalstag. Da laufen dir deine Leute den ganzen Tag hinterher und sprühen dich voll mit irgendwelchen komischen Konfetti. Hier, dann nimm doch selber dein Konfetti. Ich will dein Konfetti nicht. Ja, das hier ist mein Karnevalsplatz. Die Sache ist, ihr wundert euch jetzt vielleicht, wo ich hier diesen Kranich her habe. Den bekommt man tatsächlich, wenn man Pavo 9 oder 10, ich weiß es nicht genau, mal 3 Federn gibt und euch dann quasi jedes Mal ein neues Item gibt. Also das sind hier ja alle Items, die ich habe. Und wenn ihr jedes Item einmal bekommen habt, dann fragt ihr euch beim letzten, dass ihr ihm 3 Regenbogenfedern bringt. Und da kommt dann dieser komische Karnevals ganz Zug Dingsbums. Da kriegt ihr den dann. Und ja, das ist halt mein Karnevalsplatz. Fand ich eigentlich ganz hübsch. Ja, aber um das Event soll es heute gar nicht gehen. Sondern ich zeige euch heute, was ich Tolles Neues gemacht habe auf meiner Insel. Und ja, sowas halt. Und wir werden auch noch was bauen. Allerdings erst am Ende. Okay, mal gucken. Das hier kennt ihr ja schon. Unsere coole Otto-Kandisco. Da hatte der YOLO-King... Nee, nicht der YOLO-King. Da hatte der Trollonato, by the way, in der letzten Folge auch noch richtig die coole Idee. Da Ottokar ja ein Oktopus ist, müssten wir ihn eigentlich so einen Oktopus auch schenken, oder? Dass er das irgendwie bei sich ausstellt. Oder hier so ein Dörrfisch. Fände ich richtig witzig. Ist auf jeden Fall eine coole Idee gewesen, Trollo. Werde ich auch später noch machen. So, das hier kennt ihr auch noch. Das hier ist neu. Ich habe überall erstens nochmal die Wege neu ausgebaut. Und hier war ja vorher so ein... Wie heißen die Dinger? Bambus? So ein Bambuswald. Der war mir allerdings ein bisschen zu dicht, deswegen sind die jetzt nur noch hier oben in der Reihe. Und jetzt habe ich quasi hier links noch einen Platz frei und hier rechts auch noch. Und hier kann man auch noch reingehen. Und ich habe hier zum Beispiel vor, noch irgendwie Bänke zumindest reinzutun, dass man sich hier dann hinsetzen kann auf so Bambusbänke oder so, was weiß ich denn. Fand ich auf jeden Fall hübsch. Und ich habe hier noch einen extra Weg reingebaut, damit man nicht immer oben langlaufen muss, weil das war echt nervig. Achso, und das hier sind übrigens diese Feder, die hier den ganzen Tag rumfliegen. Die verschwinden auch nicht. So wie diese... Hier, die würden ja verschwinden. Die Schneeflocken, wenn man über die rüberläuft oder sie zweimal nicht fängt. Das ist bei den Federn zum Glück nicht so. Diese Folge kommt wahrscheinlich später raus, deswegen ist das voll egal, dass ich das sage. Aber egal. So, heute möchte ich mich drum kümmern um diesen Platz hier bei Katharina. Ich habe hier alles mit Blumen voll gemacht. Willst du mich verarschen, dass ihr einfach einen Stein spawnt? Ich habe hier alles vollgemüllt, damit hier eben kein Stein spawnen kann, weil ich die ja alle in meinem Steingarten oben haben will. Und trotzdem, an dem einzigsten Platz, wo überhaupt noch irgendwas spawnen könnte, spawnt er einfach. Ich dachte, ich hätte hier alles voll gemacht, aber anscheinend nicht. Ja, das heißt, hier werden wir die ganzen Blumen heute wegmachen und was anderes hinbauen, aber das auch erst am Ende, denn ich möchte euch noch zeigen, ich habe noch mehr verändert. La la la. So, hier fehlen auf jeden Fall noch 2 Steine. Hallo Carsten, schönen guten Tag Carsten. Hier habe ich das auch ein bisschen verändert. Aber, ja, seht ihr ja. Nicht viel verändert. Hier vielleicht noch ein bisschen größere Veränderung. Und zwar einmal habe ich hier diese ganzen Laternen verändert. Die waren vorher, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, die waren alle ein weiter hier drin. Also quasi von beiden Seiten. So. Das Blöde war, immer wenn man dann hier durchgelaufen ist, dann ist man gegen diese ganzen Laternen immer gegengeknallt und ist da gar nicht gut durchgekommen. Deswegen habe ich die jetzt ein bisschen subtiler eine Reihe weiter nach hinten gestellt. Ich finde das immer noch nicht wirklich hübsch, weil dieser Weg hier nur ein Teil breit ist. Aber das ging ja leider nicht anders, weil wenn dieser Bordstein ein weiter links wäre oder ein weiter rechts, dann sieht das richtig komisch aus mit der Baumlinie. Naja, also das muss ich auch irgendwann nochmal verändern. Mal gucken, ob mir da was einfällt. Und ich habe hier eine neue Bank hingelegt. Ja, ja, jetzt kann man sich hier so ausruhen und den Ausblick genießen. Man sieht hier zwar nicht viel, außer Bambus, aber immerhin. Und wenn man sich stärken möchte, dann holt man hier sich hier noch so eine Sobersuppe. Ja, oder so, habe ich mir gedacht. Und hier ist auch noch eine andere Bank, vielleicht ist die ja hübscher. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nie drauf gesetzt. Nee. Wäre ja schön, wenn man irgendwas im Hintergrund sieht, ne? Wenn jetzt im Hintergrund das Museum zumindest wäre, aber nö, ist da nicht. Aber ja, fand ich auf jeden Fall besser, als wenn hier nur Bäume sind oder so. Und ansonsten halt überall die Wege verbessert. Hier, ich zeige euch jetzt alles ungehübscht und ungeschönt. Finde ich das auch noch nicht so hübsch. Ich wollte halt, dass dieser komische Weg hier auch wieder 2 Teils breit ist. Aber deswegen sieht das hier jetzt richtig komisch aus. Ich habe da oben jetzt so einen mini kleinen See, den ich nicht wirklich mag.
Und dann auch noch drei verschiedene Zäune. Das ist alles sehr, sehr komisch. Das muss ich irgendwann nochmal abändern. Aber ja, das ist quasi das, was ich so zum letzten Mal verändert habe. Und halt den Karnevalsplatz. Aber Mann, ey, diesen Briefkasten muss ich ja auch nochmal irgendwann wegnehmen. Aber ich habe da irgendwie keine Lust, oder müsste ich mich mit einem anderen Account einloggen. Und das ist schon zu viel Arbeit, Leute. Das ist schon so viel Arbeit. So, ja, aber so viel dazu zu den neuen Sachen. Und heute soll es aber um was anderes gehen. Denn, wie gesagt, wollen wir hier bei Katharina ein bisschen was hinbauen. Und dafür müssen erstmal diese ganzen blöden Blumen weg. Ich habe ja zum Glück, wie immer, meine gute Mülltonne dabei. Das ist mein Allzweckreiniger. Und ich mache das hier jetzt kurz sauber. Achso, hier, zu Karneval gab es übrigens auch Maracas. Und die sind ja wohl richtig cool. Guck mal, die kann man im Takt so schwingen. Und auch schneller oder langsamer. Und ich finde die richtig cool. Wir können ja mal zur Musik das machen. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, das muss ich noch üben. Aber das geht jetzt auch. Die finde ich sehr, sehr witzig. So, ja, ich räume jetzt kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Carsten! Carsten feiert voll, was ich mache. Guckt euch das an. Ich baue hier nur diesen blöden Weg und er ballert mich hier voll mit seinem Konfetti. Das ist schon süß. So, und das ist ja jetzt schon so ein recht großer Platz, nicht wahr? Wir haben mehrere Möglichkeiten, was wir hier machen könnten. Wir könnten zum einen halt das Blumenthema aufgreifen, weil ich wollte ja eigentlich, dass Katharina unsere Blumenfrau ist. Jetzt war nur Blumi halt richtig, richtig hässlich. Ich finde das jetzt schon hübscher, einfach nur, weil hier Stein liegt. Und ich würde einfach mal sagen, wir gucken einfach mal, was wir so haben. Ich habe mir schon was rausgesucht, hier diesen Blumenbollerwagen. Den würde ich hier vielleicht gerne hinbauen. Und dass sie dann vielleicht auch einfach einen Blumenverkaufsstand hat. Wir haben jetzt schon ziemlich häufig dieses Thema, dass die Leute bei ihrer Aufgabe irgendwas verkaufen müssen. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen doof, aber wir probieren das einfach mal aus. Für den Blumenbollerwagen brauche ich aber noch ein paar Sachen. Und zwar die Blümchen da. Ich glaube, die Rot kostet mehr, habe ich soweit, aber die beiden anderen Blumen fehlen noch. Und Holz. Ich habe halt gar kein Holz, Leute, ne? Holz ist so schwer zu bekommen in meiner City. Das ist unfassbar. So, was brauchen wir? Wir brauchen Bernsteinrosen. Und ich glaube, das hier sind meine einzigen Bernsteinrosen, die ich überhaupt in der City habe. Sind Bernsteinrosen, naja. Oh nein, stacken die? Die stacken nicht mal, ne? Doch, die stacken. Oh, das ist natürlich mega nice. Okay, davon brauchen wir 3. Sieht das trostlos aus. Das sieht so trostlos aus, wenn die gepflückt werden. Ich pflücke so ungern meine Blümchen. Und dann brauchten wir noch diese Weiß-Chrysanthemen oder was das sind. Die haben wir auf jeden Fall hier. Dann brauchen wir auch 3 Stück. So, sollte lang. Ich glaube, ein so ein Bollerwagen lang tatsächlich. Machen wir das hier dazu. Und dann begeben wir uns auf die ewig währende Suche für Holz. Und zwar das gute Holz. Die Sache ist, ich habe halt wirklich gar keine blöden Bäume in meiner City. Guck mal hier, das ist einer der wenigen Bäume, die ich überhaupt in meiner City habe. Und da ich schon gestochen worden bin, müssen wir natürlich noch einen Knaller ausrüsten und erstmal checken, ob da vielleicht irgendwas Böses drin ist. Habe ich noch einen Baum? Hier ist noch ein Baum. Okay, Bunny ist da runtergekommen, das ist nicht so schlecht. Da war auch keiner. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Bienen. Hier haben wir noch 2 Bäume und... Ja, da! Okay, die knallen wir einfach weg! Pow! So, okay, mega nice. Und natürlich sind da auch noch welche. Aber auch euch. Happy Karneval! So, cool. Okay, dann sind wir schon mal safe. Dann hole ich mir hier kurz ein bisschen Hölzchen. Ich glaube, ich brauche... Wie viele waren das? 8, ne? Ich glaube, ich hab noch 2 Holz. Let's go. Das ist schon mal 1 Holz. 1 Holz, geil. Okay, dann haben wir unser 2. Holz. Ah nein, da kam nur 5 Holz raus. Ich glaube, mir fehlt noch genau 1 Holz. Okay. Liebe kleine Orangenbäume, ihr müsst mir jetzt bitte 1 Holz geben. Ja, oh, okay, nice. Okay, der hatte gleich ein Holz. So, wir lassen das jetzt erstmal so. Erstmal alles zerstören. Aber Zerstörung ist gut, denn Zerstörung macht Platz für Neues. Und außerdem bin ich ein bisschen faul, das gerade zu reparieren. So, dann laufen wir einmal kurz nach Hause und nehmen ein paar Sachen mit, was so eine Blumenfrau denn gerne da hätte. Oh nein, ich habe gar kein Holz zu Hause. Scheiße. GG, mir fehlen genau 2 Holz. Das ist halt die Kacke, wenn du in deiner ganzen City nur Bambus hast. Dann hast du einfach... Nein, jetzt geht doch noch meine Angst kaputt. Warum? Spiel, hasst mich doch nicht so. Dann können wir halt jeden Baum nur 2-mal anschlagen. Kann mir bitte irgendein Baum in dieser City... Nochmal... Oh, da, 2-mal Holz. Nein, ich habe dich gefällt. Ich bin so ein... Der hat mir 3 Holz gegeben und ich fäll ihn. Der Baum, der mir einfach das Leben rettet, fäll ich einfach aus Versehen. Ups. Kann der hier überhaupt wachsen? So nah an den Steinmauern hier? Weiß das gar nicht. Ich hoffe, du wirst ein richtig toller Baum. Es tut mir leid, dass ich dich 3-mal geschlagen habe.
Oh nein. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Holz. Ja, 9 Stück. Das sollte lang. Let's go. Ach, Blumenbollerwagen. Und wir nehmen mit einen funktional Gartenstuhl, noch einen funktional Gartenstuhl, ein Romantik Gartentisch, vielleicht noch ein paar Gewächse hier, so 2 Zypressen, jeden Fall einen Kanaldeckel und vielleicht noch einen Muschelspringbrunnen. Okay, so jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier genau hinhaben wollen. Den Verkaufsstand könnte man natürlich einerseits hier oben hinstellen, ist allerdings ein bisschen weit weg. Ich glaube, ich finde das besser, wenn der hier in der Ecke steht. Dann wird man gleich von der Empfang, von der Katharina, die dann hier hintersteht. Und die muss natürlich auch irgendwas anbieten. Und sie bietet an, keine Ahnung, vielleicht ja Katzengras. Katzengras mag doch jeder. So, Katzengras, sehr gut. Jetzt ist das offiziell ein Verkaufsstand. Und damit natürlich nicht jeder einfach hinter die Ladentheke geht, habe ich noch einen Kürbisstuhl dabei. Und auf diesen Kürbisstuhl kommt dann natürlich noch eine Ente drauf. Dekoente. Hä? Als ob die Dekoente nicht auf den Stuhl könnte. Das geht nicht. Was ist das denn für ein Scheißstuhl? Okay, Stuhl kommt weg. Stuhl ist ja richtig doof. Dann begrüßt die Ente ein. Ente, du bist offiziell begrüßt hier des Jahres. Danke, Ente, dass du alle Leute so nett begrüßt. So, der zählt dann auch die Besucher. Das finde ich gehört nicht so schlecht. Der komische Bollerwagen kann dann hier natürlich auch noch hin. Oh. Ah, ich dachte, der wäre größer. Wieso ist der denn so klein? Und eigentlich müsste man den auch von der Seite sehen, ne? Das ist ja belastend. Hä, ich dachte, der wäre viel größer. Ja, lol. Okay, dann kommt der hier oben in die Ecke, whatever. Bollerwagen. Dann habe ich mir gedacht, könnte man hier ja eventuell noch irgendwie so eine Sitzecke oder sowas einführen? So ein schön Romantiktischchen. Paar Sitzgelegenheiten. So. Essen darf natürlich auch nicht fehlen. Und was passt da besser als ein 12 Traubenschälchen? So. Das hat doch schon mal was, oder? Okay, okay, okay. Hier hinten fehlt noch irgendwas. Zum Beispiel ein Brunnen. Entweder ein Balkonteich. Ne, warte, das war was ganz anderes, ne? Okay, ja, hat auch was. Wieso wascht du den Boden weg? Das ist das Blöde an diesem Boden. Egal, wir wollen hier eventuell ein Wasserspiel hinpacken. Nee, auch nicht. Okay, das passt alles nicht. Aber ich habe ja zum Glück einige Brunnen dabei. Vielleicht ja einen Muschelspringbrunnen. Passt der hier besser hin? Guck mal, das gibt doch gleich ein ganz anderes Ambiente, oder? Aber da sieht er trotzdem irgendwie komisch aus. Ist er da besser? Also ich möchte den schon irgendwie in der Nähe von den Leuten haben, die hier essen. Aber irgendwie wirkt mir das zu aufgesetzt, wenn er hier so rumsteht. Vielleicht sieht das ja besser aus, wenn noch daneben irgendwas anderes steht. Dann fällt er vielleicht nicht so auf. Hier, vielleicht so eine helle Zypresse. Die wirkt ein bisschen fehl am Platz. Ist erstmal egal. Wir gucken erstmal, ob das überhaupt irgendwie gut aussehen kann. Kommt hier vielleicht noch so ein Balkonteilchen. Zack, alles so ein bisschen pflänzlich. Und hier dann vielleicht noch so ein Wasserspielchen. Keine Ahnung. Das passt irgendwie alles nicht. Und das ist sehr viel freier Raum hier, ne? Ich habe halt auch nicht so viele Sachen, die irgendwas mit Blumen zu tun haben, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt noch eine Zypresse dabei. Und das war dann alles, was ich irgendwie blumenmäßig habe. Sieht das gut aus? Ist das toll für Katharina, dass sie dann hier den ganzen Tag steht und hofft, dass irgendjemand ihre Trauben frisst und ihre nicht vorhandenen Blumen kauft, weil sie nur Katzengras hat? Vielleicht lockt sie damit Heinz an. Okay, das ist unsere einzige Katze im ganzen, in der ganzen Insel. Das kann natürlich sein. Und Carsten scheint auch sehr angetan. Aber ich glaube, ich baue das nochmal um, oder? Nur in was? Doch, ich glaube, ich habe noch eine andere Idee. Warte mal. Wir bauen das nochmal alles ab. So, ich habe jetzt mal die Mitte von dem Stein hier weggenommen. Im Winter sieht das vielleicht noch ein bisschen doof aus, aber sobald es Sommer wird, kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut aussieht. So, dann bauen wir hier jetzt mal was Neues hin. Ich habe mir jetzt überlegt, wir packen hier einfach diese Gartenbänke hin. Oh, die haben gar nicht so eine hässliche Farbe. Da vielleicht ein, dann auf der anderen Seite auch noch eine. Wir machen das jetzt mehr oder weniger zu so einem kleinen Mini-Park. Und um in dem Thema irgendwie zu bleiben, kann hier noch so ein Springbrunnen vielleicht... Ah, das ist schon wieder zu viel, oder? Und? Hä? Nein, der ist wieder so ein halbes Ding. Der ist ja richtig doof. Warte mal, wir packen den Springbrunnen hier zwischen. Hä, ist er wirklich 1,5 Teils groß oder was? Oh mein Gott, ich hasse den Springbrunnen. Ich hasse ihn jetzt schon. Warum ist er so? Nee, irgendwie ist das auch nichts, ne? Ich wollte jetzt so einen kleinen Mini-Park hinbauen, dass man dann einmal rumlaufen kann, sich Sachen angucken kann, keine Ahnung, und sich dann hinsetzen kann, wenn man Bock hat. Aber irgendwie ist mir das eventuell zu groß? Was ist hier das Problem? Hä, was ist das Problem? Muss das vielleicht alles ein bisschen zusammengerückt werden? Nee, finde ich auch scheiße. Okay, müssen wir nochmal abreißen. Okay, eine Sache probiere ich noch. Wenn das auch scheiße aussieht, dann muss ich für heute abbrechen. Aber das probiere ich nochmal kurz. Okay, erstmal neues Layout. Das hat jetzt einfach eine Stunde gedauert.
das hier so anzuordnen und ich bin immer noch nicht zufrieden. Und da ich keinen blöden Springbrunnen habe, packen wir jetzt erstmal so ein Planschbecken hier hin. So, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Springbrunnen. Man kommt dann hier rein. Wegen diesen blöden Teilsets hier konnte ich hier nicht abschließen, weil ich möchte hier eigentlich einen Weg haben, dass man einmal drum rumlaufen kann. Aber ist ja auch egal. So, jetzt packen wir hier noch ein paar Hecken hin und machen das jetzt einfach auf 0815 Parkanlage. Und dann hoffe ich, sieht das nicht so scheiße aus. Aber es sieht schon wieder richtig doof aus. Was soll ich denn hier machen? Egal. Leute, wir machen jetzt einfach einmal drumherum ein bisschen Hecke. Gar kein Problem. Ist das zu viel Platz? Ich glaube irgendwie, das ist zu viel Platz. Ist ein Springbrunnen denn noch größer als so ein Planschbecken? Vor allem, warum brauche ich denn 4 von den Hecken? Das ist doch alles blöd. Kann der nicht einfach in der Mitte von den Dingern sein? Das wäre doch viel geiler. So. Ich kann nicht mehr. Das ist doch alles doof hier. Ich will den so haben, dass ich nur 3 dieser Dinger brauche. Aber wenn ich jetzt alles ein weiter nach rechts mache, dann funktioniert das doch auch schon wieder nicht. Oh Mann. Geht das denn jetzt mit der Hecke hier? 1, 2. Hey, jetzt sind das nur noch... Ich raff hier gar nichts. Warum funktioniert das nicht so, wie ich das will? Ah, das erklärt's. Okay, ein Springbrunnen ist tatsächlich viel größer als so ein blödes Planschbecken. Hätte ich mir auch denken können, aber habe ich mir nicht gedacht. So, okay, cool. Springbrunnen. Ganz toll. Okay, dann funktioniert das ja doch. Okay, dann machen wir das doch nochmal so. Hey, hätte ich nicht gedacht irgendwie, dass so ein Springbrunnen viel größer ist als ein Planschbecken. Für mich ist das beides dasselbe. So. Springbrunnen in die Mitte. Ganz billomäßig. Hecke drumrum. Und in die Ecken kommen jetzt einfach diese komischen Büsche rein. I don't know. Das ist zwar richtig billo, was ich hier gerade mache, aber das davor sah alles doof aus, oder? Und das ist wenigstens ein bisschen in Ordnung. Jetzt fehlt mir hier so ein Busch. Ich fasse es ja nicht. Okay, also einen Busch muss ich mir irgendwann nochmal kaufen. Wir haben hier so gar keinen Platz, aber man kann einmal drum rumlaufen. Und eventuell kann man ja hier noch dann unsere schönen Gartenbänke hintun. So, und dann kann man sich den Brunnen angucken. Und diese Gartenbank, die kann man doch bestimmt verhübschern mit einem Schlemmfestsockel. Da kommt dann das Schälchen rauf. Auf die andere Seite kommt dann hier vielleicht der Springbrunnen hin. Dann ist das auch nicht mehr zu viel, weil es sieht halt, es hat beides dieselbe Farbe, aber ist relativ weit voneinander entfernt. So, das ist doch schon mal in Ordnung. Dann, um ein bisschen Farbe reinzubringen, beide Seiten dann noch eine Kirschblütenlaterne. So. Ist vielleicht jetzt ein bisschen vollgefüllt hier, aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so scheiße. Okay, okay, so langsam nimmt das Form an. Ich würde jetzt schon gerne noch diesen Blumenbollerwagen irgendwo hin tun, ne? Aber wir haben hier halt gar keinen Platz dafür. So gar nicht. Kann man denn hier noch vorbeilaufen, wenn der jetzt hier rumsteht? Wie viel Platz nimmt der weg? Ach, das geht tatsächlich noch. Dann sieht man zumindest auch, dass es hier ein bisschen blumig ist. Dann kann hier noch die zweite Bank hin, genau auf die andere Seite. Ist das genau auf der anderen Seite? Nee, ne? Oder? Hab ich einen Knick in die Schüssel oder sind die nicht synchro? Ich weiß es nicht. Egal, Leute. So, eine zweite Zypresse hatte ich nämlich auch noch. Dann noch so eine Balkonteichpflanze. Und natürlich das gute alte Katzengras. So, das ist ein bisschen blumig und wir haben in der Mitte irgend so ein Teil. Ich glaube, im Frühling kann das tatsächlich ein bisschen besser aussehen, als es jetzt gerade aussieht. Gibt ihm eine Chance, ja? Ich habe hier vielleicht noch ein paar Straßenlaternen. Passen die da so hin? Ah, nicht so ganz gut, aber ich will mein Zeug jetzt verwenden. Das sieht alles so ein bisschen wack aus, muss ich sagen. Ich stimme euch zu, Leute. Ich stimme euch zu. Und um den Bereich hier einzuweihen, fehlt natürlich noch der Kanaldeckel, wo auch Blümchen drauf sind. So. Okay, so. Wir haben das jetzt heute hier umgestaltet. Ein paar Mal. 3 Mal haben wir es umgestaltet. Aber ich glaube, jetzt ist das in Ordnung. Guck mal, wenn man in dieser Sicht hier drin ist, sieht das doch gar nicht so kacke aus. Eventuell könnte man sogar hier noch einen Aufgang machen. Der wird dann hier wieder alles zerstören, nicht wahr? Aber vielleicht geht das ja doch. Und diese linke Seite müssen wir sonst irgendwie nochmal befüllen mit irgendwas. Wir können da ja erstmal vielleicht eine Hecke hinstellen, damit das nicht allzu leer aussieht. Ich find's jetzt nicht so kacke. Können wir hinter diesem Zeug hier auch noch irgendwas hinbauen? Nee, ne? Ich glaube, dafür müssten wir das dann alles ein nach vorne packen. Der ist ein bisschen belastend, aber mit ganz viel Glück passt hier vielleicht noch die Bambus-Lautsprecher hin. Obwohl die auch schon sehr, sehr groß sind, ne? So, was können wir denn hier für eine Musik einstellen? Das muss ja irgendwas Chilliges sein. Bergsteigung? Nee. Was haben wir sonst so? KKDNB? Ich hab da... Auch nicht. Waggy ist natürlich chillig. Aber passt irgendwie auch nicht.
Aloha? Nee. My place? Gibt's nicht irgendwas Blumiges? V ist live. Das passt irgendwie alles nicht. Ich will irgendwas Blumiges. Nee. Nee. Was? Wie ist denn Western drauf? Western macht einfach den Alien, alles klar? Swing hat was. So finde ich auch schön. Oh, oder was ist denn mit dem hier? Sonnenuntergang? Ist mir schon wieder zu aufdringlich. Sonata ist schön. Ja, wir nehmen Sonata, Leute. Wir nehmen Sonata, machen das auf volle Pulle hier. Let's go. Kommt der Stein nochmal wieder dahin. Und dann sind wir doch gut dabei. Komm, so schlecht sieht das jetzt auch nicht aus. Ist jetzt nicht das Geilste. Aber ich finde es viel besser als die Blumen, die davor waren. Doch, doch, das ist schon in Ordnung. Und dann kann sich Katharina hier um ihren Minigarten kümmern oder was das sein soll. Ihren Mini-Park. Ein Park, das ist ein Park. Leute, das ist ein Park geworden. Alles klar, dann soll es aber für die Folge heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich bin richtig ausgerastet die letzte halbe Stunde, weil das hier viel zu lange gedauert hat. Aber jetzt, wo hier alles steht, bin ich doch recht zufrieden, I guess. Dann auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.